Herr Schrögenauer, die DKM hat vor gut einer halben Stunde ihre Pforten geöffnet. Mit welchen Erwartungen starten Sie den heutigen Messetag? Also unsere Erwartungen sind sehr groß, weil wir sehr viele Vertriebspartner erwarten, die erstens unseren neuen Stand besuchen, den wir auf der DKM jetzt erstmals präsentieren dürfen. Und zum Zweiten haben wir sehr spannende Themen rund um Produkt, auch wohin geht die Branche mit LVRG. Und da erwarten wir sehr viele interessante Gespräche. Stichwort LVRG, da gibt es ja weitreichende Veränderungen, die auf die Lebensversicherer zukommen. Also ab 1. Januar tritt das Gesetz ja voll in Kraft. Inwieweit sehen Sie sich denn vorbereitet auf das LVRG bei Zurich Leben? Also wir haben die letzten Monate tatsächlich sehr intensiv daran gearbeitet, dass wir das Thema von allen Seiten beleuchten, Kunde, Aktionär, Vermittler. Und ich denke, dass wir einen sehr, sehr guten Vorschlag ausgearbeitet haben. Wir waren ja gefordert, zum 1.1. das Thema umzusetzen. Das gelingt uns auch. Ich glaube, das ist auch nicht selbstverständlich. Das heißt, wir können heute sagen, wir werden für alle Vertriebswege, die wir haben, alle Produkte in der heutigen Form auch weiterführen können. Und das ist ein sehr, sehr positives Signal. Denn der niedrige Zins verursacht schon Probleme in der Produktgestaltung, aber wir haben es geschafft und wir werden am 1.1. erfolgreich mit allen Produktlinien starten können. Okay, schauen wir vielleicht mal auf die Vergütung. Da wird ja allgemein angenommen, dass die Abschlussvergütung eigentlich runtergehen wird im Zuge des LVG und im Gegenzug die laufende Vergütung ansteigen wird. Wie bewerten Sie diesen Paradigmenwechsel? Ja, also erstmal macht das LVRG in seiner jetzigen Fassung erstmal Druck auf die Abschlusskosten. Und ein Teil der Abschlusskosten, nämlich circa die Hälfte, sind ja Vertriebsprovisionen. Und die sind natürlich auch betroffen, aber da muss jeder sein Schäufchen beitragen, dass der Kunde einen höheren Rückkaufswert hat und dass sich die Konzepte, die wir heute haben, in der Altersvorsorge noch rechnen. Das haben wir auch gemacht. Das heißt, wir verlagern auch Teile der Abschlussprovision auf Bestandsvergütung und das auch in einem Ausmaß, wo ich denke, dass der Vertrieb damit leben kann. Also wir haben da ein sehr, sehr günstiges und vernünftiges Angebot für unsere Vermittler in allen Vertriebswegen und werden auch mit der Bestandsvergütung in diese neue Welt hinein überführen und auch erfolgreich sein damit. Sie hatten eben schon gesagt, dass Sie den Multikanalansatz im Grunde weiterführen können. Wird es denn jetzt im Zuge des LVG vielleicht auch zu Verschiebungen immerhin in diesem Vertriebswegemix kommen? Das glaube ich zunächst einmal nicht, denn alle Vertriebswege, die wir heute sehen, ob das die Bank ist oder die breite Vermittlerschaft in der OAGA oder der Maklervertrieb oder auch die Bonfinanz, die wir haben, sind etablierte, langjährig erfolgreiche Vermittlerschaften, die sich, und das ist das Kernwort, erstens einen Bestand aufgebaut haben in der Vergangenheit, von dem sie jetzt profitieren, weil sie bestehende Kundenstrukturen auch gut absichern und nutzen können. Und zum Zweiten haben wir bei der Zürich schon vor Jahren begonnen, das klassische Geschäft etwas zurückzufahren und auf vorgebunden zu setzen. Das heißt, wo die Versicherungsbranche jetzt zwei Schritte in einem gehen muss, sind wir schon einen deutlichen Schritt nach vorne. Und verbunden mit der Biometriewelle, die jetzt sowieso auf alle zurollt, da sind wir auch gut aufgestellt. Da können wir unseren Vermittlern auch helfen, das zu überleben. Und auch die Kombination von Sachversicherung und Lebensversicherungsgeschäft sichert potenziell den Vermittler ab, weil er ja diese beide Welten bedient. Also wir fühlen uns sehr gut aufgestellt und erwarten auch keine Vertriebswegeverschiebungen durch LVRG. Der Rechnungszins befindet sich ja im Sinkflug, jetzt die erneute Absenkung zum 1. Januar. Glauben Sie, dass die Fondspolice, auf die Sie ja eben stark setzen, wie Sie eben sagten, dass sie davon profitieren kann, endlich mal, ist man geneigt zu sagen? Das wäre sehr schön. Wir setzen auch voll darauf. Wir setzen aber nicht nur auf die Ansparphase, die wird nicht mehr so attraktiv wie in der Vergangenheit, das muss man ganz klar sagen. Für den Vermittler, für den Kunden bleibt das attraktiv. Aber es kommen andere Komponenten der Absicherung und auch des Kapitalerhalts und auch der Verrentungsphase wieder stärker in den Fokus. Und da bin ich auch froh darüber, weil über Wiederveranlagekonzepte oder Kundengewinnungsprogramme oder Erhaltprogramme glauben wir, dass wir diese Ansparphase weiterhin sehen werden. Gerade der deutsche Kunde ist ja auch sehr, sehr konservativ und das hemmt uns ein bisschen, weg von den hohen Garantielevels zu gehen, die wir bräuchten, um so quasi auch einen Upside aus dem Investment heraus zu haben. Das ist der Markt sehr konservativ, da kann man sich auch nicht ganz davon entziehen, aber wir sehen da ganz klar große Chancen in der Altersvorsorge in Verbindung mit der Transformation ins hohe Alter, wo wir dieses Langlebigkeitsrisiko in Form von Renten auch weiterhin als sehr, sehr große Chance für uns identifiziert haben. Wo sehen Sie denn noch die Wachstumsfelder? Biometrie hatten Sie auch angesprochen. Cyberpolice haben Sie jetzt auch neu auf den Markt gebracht. Was erwarten Sie sich davon? Die Biometrie ist tatsächlich ein Wachstumsfeld. Das haben wir auch 2014 schon bewiesen, dass wir einen deutlichen Impuls in allen Vertriebswegen gesehen haben.
Also da befinden wir uns auf einem sehr, sehr guten Weg und wir runden die Produktpalette im Moment sehr stark ab in Hinrichtung Arbeitskraftsicherung, Ausschnittsdeckungen, da kommt im Jänner jetzt auch die Grundfähigkeit. Sie können sich vorstellen, das ist eine zusätzliche Schwierigkeit, LVRG umzusetzen und neue Produkte zu bringen. Wir werden im Maklerbereich auch sehr stark auf die BU setzen. Wir haben das Ventil der Zürich Life aus Eaglestar aus Irland mit einer Tochter, wo wir auch schwere Krankheiten, Schutzbrief und Risikoleben am Markt erfolgreich etabliert haben vor Jahren. Auch das Element hilft uns, moderne Produktkonzepte, die auch nicht betroffen sein müssen von LVRG zum Beispiel, am deutschen Markt zu spielen. Das ist sehr gut. Und die Cyberpolice, was erwarten Sie davon? Oder ist das noch so ein neues Feld, dass man da jetzt noch gar nicht so viel sagen kann? Dazu kann ich heute noch weniger sagen. Ich sehe aber, da gibt es einfach viele Geschäftsfelder, die sich verschiedenste Versicherungen für sich herausnehmen, um in der Zukunft ein immer breiteres Spektrum zu haben. Und ich glaube auch, one size fits all, das ist auch vorbei. Man kann sehr individuell Kundenbedürfnisse absichern und in die Zukunft führen. Und das ist einfach unser Weg auch, wo wir Segmente rausnehmen, auch in den Vertriebswegen, auch Kundensegmente herausnehmen oder Ausschnittsdeckungen, die wir immer mehr versuchen am Markt zu etablieren und dafür auch bekannt zu sein, dass wir da gut sind. Wie zum Beispiel auch Team, ja, die Kollektiv-BU ohne Gesundheitsprüfung für größere Betriebe. Das ist auch ein Konzept, das da sehr, sehr gut greift. Herr Schrögenauer, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen.